Idyllischer kann ein Sommerfest am See kaum sein. Das empfanden auch die begeisterten Gäste beim Seepark Heurigen in Vösendorf. Ich bin total überwältigt. Erstens einmal, dass sehr, sehr viele Leute gekommen sind. Wir haben ja heute noch eine Zusatzattraktion, die Zumba-Gruppe aus Vösendorf, die ganz toll animiert und auch zum begeistert zum Mittanzen. Wir haben viele prominente Gäste und Ehrengäste auch schon gehabt. Ich konnte wirklich sehr viele schon begrüßen, mussten leider terminlich natürlich schon wieder weg. Aber es freut mich, dass die Frau Ministerin auch Zeit gefunden hat, zu uns zu stoßen und einige Begrüßungsworte an uns zu richten. Und ich freue mich wirklich sehr, dass die Sozialdemokratie in Vösendorf hier so aktiv ist und auch hier, wo es wirklich paradiesisch ausschaut. Ich glaube, dieses Seeparkfest ist ja heuer nicht zum ersten Mal, sondern schon zum sechsten Mal. Und ich glaube, ich bin schon zum dritten Mal da, weil es jedes Jahr die Möglichkeit ist, in einer sehr ungezwungenen Atmosphäre zu plaudern. Es ist kurz vor den Ferien nochmal die Gelegenheit, auch ein bisschen Rückschau zu halten, was in dem ersten Halbjahr so alles passiert ist. Und natürlich jetzt auch im Hinblick auf die Nationalratswahl uns selber einzustimmen. Wir werden alle ganz kräftig hinter Gabi Heinisch-Hossack stehen. Sie als Ministerin garantiert ja für auch eine gute Genderpolitik, die wir auch brauchen. Der Seepark Heurige ist etwas ganz Nettes jeden Sommer, weil wenn man bedenkt, 1500 Menschen leben hier und wahrscheinlich gehen die in der Früh aus dem Haus, kommen am Abend zurück und wer weiß, ob die Nachbarschaft, wobei hier könnte ich mir das schon gut vorstellen, aber wer weiß, ob das immer so gut funktioniert und da ist so ein Heuriger natürlich bestens geeignet, dass man zusammenkommt und bei Musik und Getränken und Speisen ja ein bisschen plaudert und verwöhnt wird von der SPÖ und das ist schön so. Viel ein besseres Ambiente kann man nicht haben. Direkt am Wasser, das Schilf, die Menschen, es gibt was Gutes zum Essen, es gibt was zum Trinken, die Leute unterhalten sich gut. Und es gehört aber, um sowas feiern zu können, auch Organisatoren und die leisten immer ganze Arbeit hier. Kommen sehr gerne her. Es ist zwar nicht mein Heimatbezirk, bin aus dem Bezirk Schwechat, aber es verbindet und es ist zwei Ortschaften weiter. Da kann man die Freunde von Vösendorf schon einmal besuchen kommen. Ja, die Linda Urban hat mit ihrem Team wieder ein tolles Festl hergestellt und ich komme da besonders gerne runter, weil auf den Zirkelteich habe ich wirklich die schönsten Stunden meiner Jugend verlebt. Schöne Kindheitserinnerungen auch noch. Schöne Kindheitserinnerungen und ich glaube, aus diesem Gebiet war früher viel wilder, natürlich nicht so objektiv gesehen aus der Jugendbrille, war es früher schöner, aber ich glaube, die Vösendorfer, die hier wohnen, können dieses Gebiet auch wirklich genießen und es ist ein tolles Wohngebiet.